Ein herzliches Willkommen aus der Großsporthalle in Schlitz zum Frühsdorfer Cup 2015. In der Gruppe A liegen die Teams nahe beieinander. Die SG Lauter und der FSV Pforth ziehen mit jeweils 6 Punkten das Los fürs Halbfinale. In Gruppe B dominiert der VfL Lauterbach, gefolgt von der SG Altenburg-Eudorf Schwabenroth. Im ersten Halbfinale trifft dann A-Ligist FSV Pforth auf den VfL Lauterbach. Doch hier ist kein Klassenunterschied festzustellen. Der VfL geht früh in Führung und legt wenig später gleich nach. Pascal Eurich kann für Pforth auf 1:2 verkürzen, doch durch schnelles, präzises Kombinationsspiel muss sich auch der FSV dem VfL Lauterbach beugen. 5:1 lautet das Endergebnis, Lauterbach im Finale. Wer folgt dem VfL? Die SG Lauter oder SG Altenburg-Eudorf Schwabenroth? Andi Lorenz kann zur Führung für den Kreisoberligisten einsetzen. Ulrich Dippel macht 3 Minuten später alles klar. Ohne Glanz ins Endspiel, 2:0 gewinnt die SG Lauter. So kommt es im Finale auf das erhoffte Prestigeduell. Der VfL konnte zu Beginn der Saison einige Spieler von der SG Lauter verpflichten und startete den Durchmarsch. Jan Zengler macht das 1:0 nach 2 gespielten Minuten. Gökhan Yüksel erhöht kurz darauf per Freistoß. Spannend wird es hier nicht mehr. Der VfL einfach eine Ecke besser. Burak Ilgar krönt sein starkes Solo mit dem 3:0, die Vorentscheidung. Lauterbach in der B-Liga ungeschlagen, ohne Punktverlust, dominanter als der FC Bayern, nimmt auch hier den Sieg mit nach Hause. Darius Perlak verkürzt nochmal, aber am Ende ist nichts mehr drin. Nils Löffler setzt dann den Schlusspunkt. Mit 5:2 setzt sich das Team von Dennis Erovic verdient durch und kann sich über den Titel freuen. Ja, schon zufrieden. Ja, das Ding ist ein Hallenturnier, muss Spaß machen. Ja. Und ja, wir haben, sag ich mal, guten Hallenfußball gespielt, sind Erster geworden. Waren 8 Mannschaften da, sind Erster geworden und was soll man dazu sagen, war okay. Schon zufrieden, ja. Wir sind sehr zufrieden. Junge Mannschaft, für die 2 Flüchtlinge auch mal was ganz Neues. Waren ein bisschen nervös, aber im Großen und Ganzen mit dem 2. Platz sind wir sehr zufrieden. Wir werden jetzt auch noch ein Kistchen trinken zusammen, noch ein bisschen feiern. Natürlich, Lauterbach, eine super Mannschaft, verdient auch gewonnen. Wir sind mit dem 2. Platz zufrieden und können wir drauf aufbauen. Du willst nichts von Torgranate TV verpassen? Dann abonniere unseren Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und klicke für noch mehr osthessischen Fußball auf die Videoboxen.